Hallo, hallo. In diesem Screencast möchte ich den Lacton-Editor Pezulus für GNOME vorstellen. Pezulus ist in Python geschrieben und ein Interface, um bestimmte Funktionen zu sperren, wie zum Beispiel das Abmelden oder das Sperren des Bildschirms. Welche Schlüssel vom Genconf-Dienst dahinter stecken, werde ich zeigen. Man kann diese Einstellung auch per Konfigurationseditor erreichen. Pezulus macht es halt etwas einfacher. Pezulus ist bei der Standardinstallation nicht mit dabei. Das Programm muss also mit Pyroot nachinstalliert werden. Ich klicke auf Anwendung, Software hinzufügen, entfernen oder gebe den Befehl Pyroot ein, gebe das Admin-Passwort ein, okay, gehe zum Reiter durchsuchen, klicke auf Grundsystem, rechts auf Verwaltungswerkzeuge, klicke auf den Button Optionale Pakete, setze ein Häkchen beim Paket Pezulus, schließe das Fenster, klicke auf den Button Anwender, Anwenden, auf den Button Weiter, warte bis die Installation vollständig ist, dann kann ich Pezulus starten. Okay, ich klicke auf Anwendung, Zubehör, Terminal, gebe den Befehl Pezulus Enter ein. Ich kann jetzt im Allgemeinen, im Panel, im Browser und beim Bildschirmschoner Funktionen sperren. Ich werde demonstrieren, wie man einige Funktionen beim Panel sperrt. Ich klicke also auf Panel, Häkchen bei das Panel sperren, deaktiviert alle Einstellungsmöglichkeiten beim Panel. Folgender Schlüssel steckt dahinter. Auf zum Konfigurationseditor. Ich klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor. Mache einen Doppelklick auf Apps, einen Doppelklick auf Panel, einen Klick auf Global. Schlüssel Locked Down. Aktiviert macht dies möglich. Häkchen bei Sperren des Bildschirms deaktivieren. Schaltet Bildschirmsperren unter System aus. Schlüssel Disable Lock Screen existiert hierzu. Häkchen bei Abmelden deaktivieren. Blockiert das Abmelden unter System. Schlüssel Disable Logout ist hierfür verantwortlich. Außerdem kann man einzelne Objekte, die man zum Panel hinzufügen kann, wie zum Beispiel die Befehlszeile, aus der Angebotsliste streichen, indem man ein Häkchen setzt. Als Beispiel nehme ich gleich mal wieder die Befehlszeile, setze hier ein Häkchen und dann existiert das Objekt im Angebot nicht mehr. Dafür gibt es den Schlüssel Disabled Applets. Gut, das war's dann auch schon. Dann viel Spaß beim Probieren.